Hallo meine Lieben, ich vlogge jetzt einfach mal los. Es ist eigentlich schon viel zu spät zum Vloggen. Aber wir haben den ganzen Morgen mit anderen Dingen verbracht und wir wollen einen Ausflug machen. André sitzt gerade noch mit Mia am See und dann wollen wir in den Seepark nach Freiburg fahren. Ich war da das letzte Mal als Kind, glaube ich. Und heute haben meine Eltern mich auf die Idee gebracht, da hinzufahren. Da gibt's ein Spielplatz, eine Ökostation, ein Holzturm, eben den See, ein Restaurant, Café und das wollen wir uns heute mal anschauen. Marina, Chris und Diana kommen mit und die Kiddies natürlich und da werde ich jetzt mal alles richten und dann fahren wir los und treffen uns eben dort mit denen. Und da habe ich gedacht, passt es doch eigentlich ganz gut, die Kamera so ein bisschen mitzunehmen. Ob sonst noch so viel passiert heute, weiß ich nicht. Aber vielleicht reicht das ja für einen Vlog. André war beim Barbier heute Morgen. Den zeige ich euch, wenn er zurückkommt. Der ist jetzt wieder schön kurz. Er hat gesagt, gerade auch mit der Maske im Europapark ist es besser, wenn er einen kurzen Bart hat und nicht so arg schwitzt. Und ganz ab will er nicht. Das sieht er wirklich 10 Jahre jünger aus. Und das gefällt ihm nicht mehr so gut. Nach dem Barbier habe ich ihn noch kurz in den DM geschickt, kann ich euch gleich zeigen, nur 2, 3 Sachen geholt, die gefehlt haben und wir waren zu Hause, haben gespielt am Bach hinten und jetzt darf Liana Paw Patrol schauen, dass ich anfangen kann, schnell alles zu richten. Ben ist immer noch am Zahnen, immer noch am Quengeln, der arme kleine Süße, aber Gott sei Dank schläft er viel und ruht sich dann immer so wieder aus, ist im Tragetuch, wie ihr seht. Und deswegen, ja, werde ich mich jetzt mal beeilen, weil der mich bestimmt gleich wieder intensiver braucht, dass ich den Wickelrucksack richte. Habe ich euch schon oft gezeigt, kommt nichts Besonderes rein. Wechselkleidung, Windeln und ein bisschen was zum Trinken, ein bisschen was zum Essen. Und unsere Arzneitasche mit den Globulis und ja, das war's dann schon. Ich melde mich gleich, wenn ich fertig bin. Ah ja, den kurzen Einkauf wollte ich euch ja noch zeigen. 4-mal Mülltüten, ein Duschgel, eine Zahnpasta, 3 Fruchtriegel, 1-mal Getreide, Birne, Banane, oh, das fokussiert nicht, 1-mal Erdbeerkirsch und 1-mal, das sind wirklich alle, die ich nicht kenne, rote Früchte. Die hat André jetzt einfach nur so mitgenommen, weil ich gesagt habe, er soll ein paar Snacks mitbringen und dann nochmal Lebensmittel, Mottenfalle, weil die haben wir leider noch nicht los. Und wir haben ein Päckchen von Foodist. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das wird so gehypt auf Instagram. Und ich habe jetzt einfach mal zu André gesagt, wir probieren das jetzt mal aus. Das machen wir aber in einem Video und zeigen es euch dann. Keine Kooperation, aber wir wollen es mal ausprobieren. Boah, die Kamera nervt mich so in letzter Zeit. Der Bildschirm wackelt, er zoomt nicht richtig. Sie zoomt nicht richtig und nervt mich echt extrem. Ich glaube, ich brauche eine neue Kamera oder irgendwie die reparieren. Wobei, den Zoom kann man nicht reparieren, der ist einfach nicht so gut bei der Kamera. Also immer, wenn es so verschwimmt, dann ist das leider die Kamera, die nicht richtig fokussiert. Falls ihr euch das schon gefragt habt. Schaut mal, das wollte ich euch noch zeigen. Das haben wir von einer lieben Zuschauerin bekommen. Ich habe mal in einem Video meinen Amazon-Warenkorb gezeigt und gezeigt, dass da so eine Rolle drin ist, weil André die gerne hätte. Und sie hat mir gleich geschrieben und gesagt, hey, wir haben so eine, wir benutzen die nicht, wollt ihr die nicht haben? Wie süß ist denn bitte das? Das ist so eine Massagerolle. Hier in der Mitte ist praktisch die Wirbelsäule. Und da rollt man dann mit dem Rücken entlang und ja, das tut sehr, sehr gut. Und dann hat sie für Liana noch ein Buch mit reingelegt und Liana liebt es. Wir haben es gestern Abend gelesen, heute Morgen gelesen. So ein süßes Buch. Die kleine Hummelbommel. Total goldig. Hi Chase. Ich will bitte auch mithören. Sollen wir es dir nochmal lesen? Ja. Schau mal, das ist Hummelbommel. Okay. Mit dem kleinen Teddy. Und der Hummelbommel will wissen, was Liebe ist. Okay. Und dann geht er ganz viele Fragen, was denn die Liebe ist. Schau mal, das ist Mama und Papa von Hummelbommel. Und da ist der kleine Teddy. Ich erzähle es dir. Meine Lieben, wir sind auf dem Weg. André fährt mal wieder händefrei mit Autopilot. Fahren wir jetzt. Jetzt bremst der Tesla selber. Wir fahren jetzt an den Seepark. Ich wollte euch eigentlich Andres neuer Haar- und Bartschnitt noch zeigen, aber ich glaube, ich muss es machen, wenn wir draußen sind. Ganz schön dunkel hier. Wir haben leider keine guten Autofahrerkinder, also Liana mittlerweile schon. Aber so im Babyalter, Ben findet es auch nicht so cool.
Aber er ist jetzt gerade mit Spielsachen so einigermaßen zufrieden und wir haben auch nicht so lange. 23 Minuten steht er. Aber auf den Straßen ist ganz schön was los, oder? Papi. Einiges los. Das ist wegen dem Baustelle. Ah, okay. Also, ich habe euch ja vorher schon gesagt, wir fahren an den Seepark. Ich war da als Kind das letzte Mal und meine Eltern haben gesagt, es ist sehr schön dort. Man kann Boot... Ah, Liana, das habe ich dir nicht erzählt. Man kann Boot fahren. Weil das ist... Ja, das ist so ein See, wo man nicht schwimmen kann, aber man darf Boot fahren, weil da sind Enten und so. Liana hat nämlich gedacht, sie kann da schwimmen, weil ich gesagt habe, wir fahren an den See. Und da war sie jetzt ein bisschen enttäuscht. Aber wir können Boot fahren, okay? Und es soll auch einen Spielplatz dort geben, eine Ökostation, was auch immer das bedeutet, ein Holzturm zum Draufklettern, ein tolles Restaurant. Wir haben jetzt nicht Mittag gegessen. Ich habe schon ein Loch im Bauch. Es ist kurz nach drei. Wir haben echt Hunger. Liana hat Grießbrei gegessen. André und ich, wir haben noch nichts gegessen. Ja, ich muss jetzt Ben bespaßen und dann melde ich mich wieder am Seepark. Wir sind angekommen. Schaut ihn euch an, den wunderschönen Seepark in Freiburg. Wir sitzen jetzt erstmal im Restaurant und werden Mittag essen. Und dann laufen wir um den See, gehen Bötchen fahren. Ben chillt im Kinderwagen. Und da könnt ihr jetzt den wunderschönen Bart- und Haarschnitt von André sehen. Und unsere wunderschönen Freunde, Chris, Marina und Diana. Kuckuck! Bis das Essen kommt, gehen wir jetzt mal ein bisschen runter an den See, weil natürlich Lianchen unbedingt ins Wasser will. Und wenn es auch nur erstmal mit den Füßen ist. Oh, sag mal, ein Hund ist auch da drin. Jetzt müssen wir erstmal die Regeln hier durchlesen. Baden auf eigene Gefahr. Achtung, steiles Ufer, große Wassertiefe. Ah, dann geht es plötzlich tief runter, Liana. Dann darfst du wirklich nur da vorne auf der Stufe. Wassersport ist verboten. Hunde an die Leine. Na los, Lianchen, mit den Füßen kannst du rein. Du hast ja die Wasserschuhe an. Kannst du sie anlassen? Nein, ich will. Bist du barfuß? Oh nee, aber das kann rutschig sein. Schau mal, das ist überall Moos. Mhm. Lass lieber die Badeschuhe an, Liana. Warte, ich mach's dir wieder. Stopp! Ich mach's dir wieder. Aha. Jetzt. Jetzt kannst du rein. Super. Ist kalt? Oder ist gut? Kalt, aber gut. Nachher können wir auf den Turm da vorne mal hochlaufen, Liana, nach dem Essen. Und wo kann man die Boote mieten? Ah, da vorne. Da vorne kann man die Boote mieten. Ha? Willst du nachher mal Boot fahren? Ja? Wir sitzen jetzt im Restaurant Lago am Seepark und haben bestellt und Ben greift sich das Stativ. Ich habe eine Kürbis... Nee, Quatsch. Gemüsecremesuppe. Diana hat einen großen Salat. Marina hat eine Curry-Kokossuppe. Genau, der Rest fehlt noch. Und das? Apfelschorle natürlich. Ich habe ein veganes Gericht, Linsenfalafel mit rote Beete, Hummus. Sieht auch richtig gut aus. Papi hat eine Forelle von einem Forellenhof hier aus der Nähe. Und Chris, what is it? Schnitzel. Schnitzel. Schnitzel mit Spätzle. Wenn das Essen vor einem steht und man nicht essen kann, das ist so fies. Alle essen und ich muss Ben schaukeln. Jetzt gehen wir endlich los. Wir waren jetzt bestimmt 2,5 Stunden in diesem Restaurant. Wir haben super lecker gegessen. Lago heißt das Restaurant am Seepark in Freiburg. 4 vegane Gerichte und viele vegetarische Gerichte. Also eine Riesenempfehlung. Super leckeres Essen. Aber Ben hat gezahnt. Ohne Ende. Ich habe Eiswürfel bestellt und habe den an den Eiswürfeln lutschen lassen, weil er so Schmerzen gehabt haben muss. Er hat so gewimmert und geweint. Aber jetzt hat er sich ein bisschen beruhigt, ist im Tragetuch und jetzt machen wir unsere Runde um den Seepark. Ihr wollt eine Abkühlung? Dann los, Chase und Baby Chase. Eine Abkühlung für euch. Das hat Spaß. Also, wir wollen jetzt mal zu dem Turm da laufen. Da kann man einfach hochlaufen. Und dann laufen wir, wenn wir es schaffen, einmal außen rum.
Und da vorne ist noch so ein Holzturm und hier ist dann wieder der Bootsverleih. Also mal schauen, ob wir das so lange schaffen. Wir erkunden jetzt mal den Steinturm. Der sieht gut aus. Wow, schöne Aussicht. Schon ein bisschen wie Urlaub. Sieht schön aus, oder? Ja, sieht schön aus. Schau mal, Schatz, da hängen Liebesschlösser. Ewige Liebe, Schatz. Für immer. Wow, Liana, das ist eine tolle Aussicht, oder? Guck mal hier runter. Wow, schön. Guck mal. Und auch das Wasser sieht echt klar aus. Ein sehr schöner See. Oh, schau mal, da unten sind die Entenbabys, Liana. Papi, heb mal die Liana hoch. Schau mal, das sind die Babys. Und Diana, schau, Diana fotografiert die Entenbabys. Gänse, ja. Diaska! Das sind Babys, ne? Kleine Entenbabys. So, jetzt steht hier so ein cooles Holzhaus. Papa, komm, ausruhen! Ausruhen! Was pretty hard. Okay, Schatz, wir machen gleich Pause. Ihr hört es, wir müssen uns ausruhen. Ich wollte es aber kurz zeigen, dass es hier so ein Holzhaus gibt, ein komplett offenes. Wir haben gerade gesagt, wir kaufen das Haus, setzen überall Glasscheiben rein. Wir bräuchten dann natürlich eine Firma, die uns das alles putzt. Und dann überlegt mal ein Haus so direkt am See mit dem Ausblick. Das wäre doch der Wahnsinn, oder? Also hier unten machen wir was? Küche? Küche und so eine Cocktailbar vielleicht und einen Grill natürlich vorne. So, und dann gehen wir in unsere zweite Etage und hier oben machen wir dann Schlafräume. Machen wir dann Schlafräume und Spielzimmer und Gästezimmer. Ich will mein Schlafzimmer da vorne, okay? Mein Schlafzimmer hier vorne. So ein wunderschöner Seepark, wirklich. Wir sind jetzt gerade am Außen rumlaufen. Es ist so total die chillige Atmosphäre, das, was man so von Freiburg kennt. Freiburg ist halt echt eine Megastadt. Studenten viele, chillige Leute, immer eine coole Atmosphäre und an diesem Seepark sowieso. Wir laufen jetzt einmal außen rum. Jetzt waren wir schon auf diesem Steinturm, in diesem coolen Holzhaus. Da vorne kommt eine Brücke und noch ein Holzhaus. Dann soll noch irgendwo ein Spielplatz kommen, ein Minigolfplatz. Also man hat echt super viele Möglichkeiten an diesem Seepark. Klar, es ist immer was los, aber also chillig was los. I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care, 'cause I am on my way up, and I won't stop. I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop. It is my time. I know what it's like to be broke. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. I'm strolling down the street with all of my favorite songs on repeat. I'm dancing through. Everything's about to come my way, and I don't care if you spill coffee on me or if the sky is gray or blue. No, I don't care, 'cause I am on my way up, and I won't stop. I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop. It is my time. It's like to be broke, yeah. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Ich fühle mich gerade wieder voll jung.
Geht's dir auch so? Nee. Okay. Wir laufen hier so durch. Papi muss pipi. Aber wir laufen so an dem Seepark durch und jetzt kommen halt so voll viele Wiesen, wo so junge Leute sitzen und ihr Bierchen trinken und Musik hören. Und das erinnert mich voll so an unsere Zeit ohne Kinder. Ich vermisse das jetzt aber nicht unbedingt, aber ich finde es cool. Also so durchzulaufen und so diesen Vibe zu kriegen, ist cool. Jetzt ist es mittlerweile schon 7:45 und wir haben beschlossen, dass wir die Kinder oder Liana jetzt hier noch Abendessen lassen. Weil es sein könnte, dass sie auf dem Rückweg einschläft oder müde wird oder ne, zu Hause, dann wird das nicht mehr richtig schaffen. Deswegen werden wir jetzt hier noch eine Kleinigkeit essen, noch ein Bierchen trinken und dann fahren wir zurück. So eine coole Atmosphäre in diesem Seepark. Also wenn ihr aus der Nähe kommt, dann kennt ihr das wahrscheinlich. Aber ich war jahrelang nicht mehr hier. Und André war noch nie hier und lebt seit 10 Jahren hier. Ne? Also es ist fast peinlich, dass er das noch nicht kennt. Aber jetzt hat er es kennengelernt, jetzt werden wir bestimmt öfters hier. Und Papi, wie findest du den Seepark? Very nice, sehr gut. Jetzt sind wir zu Hause. Wir sind super spät nach Hause gefahren. Aber es war so schön und es war so entspannt. Und die Kinder waren so entspannt. Also Ben war heute Mittag nicht so entspannt, weil die Zähne ihn so plagen. Aber jetzt gegen später ist er dann im Tragetuch eingeschlafen. Liana war mega lieb den ganzen Tag. Und Papa jetzt, auch. Papa war heute auch lieb, das stimmt. Und jetzt haben wir praktisch die Kinder nur noch hoch ins Bett getragen. Also sie sind nicht eingeschlafen, aber sie waren beide schon so sehr müde. Und sind jetzt an der Brust eingeschlafen, ziemlich schnell. Jetzt werden wir auch ins Bett gehen, ihr Lieben. Ich wollte mich aber noch verabschieden und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. André war gerade auf dem Klo. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Vlog wieder dabei seid. Bis ganz bald. Ciao. I watch you as you drive. Do you know I'm looking?